Jo, sind wieder bei Donkey Kong Country Tropical Freeze. Beim letzten Mal haben wir hier Dickicht im Dunst und Wagwanderung gemacht und wollen uns nun an Wipfelwirrwarr wagen. Mir fehlt Cranky, weil ich gerade das Level zwischendurch mal kurz nochmal abbrechen musste, weil mir die Aufnahme abgebrochen ist. Einfach so, warum auch immer. Aber es war zum Glück nur die ersten 3 Minuten, in dem eigentlich nur Fails von dem Bonuslevel direkt am Anfang zu sehen waren. Von daher, ja, ist nichts Schlimmes, was da ist. Es ist zum Glück direkt am Anfang passiert und nicht erst mitten im Level. Von der habe ich mir gedacht, okay, startest du einfach die Aufnahme nochmal neu. Hier das Bonuslevel. Wollen wir uns auch jetzt mal widmen. Und ich stelle mich genauso gut an wie beim letzten Mal, indem ich einfach keine einzige von diesen Bananen treffe. Hey, ich habe ein paar getroffen. Ich werde es nebenbei so lange versuchen, bis ich alle Bananen habe. Bitte mal nach oben schnell. Yes. Okay, das war knapp. Weil das Bonuslevel direkt am Anfang ist, habe ich mir gedacht, das kann man eigentlich direkt holen, selbst wenn ich da ein paar Mal drauf gehe. So. Ich habe schon was Schönes gesehen. Nämlich, ihr habt ja auf der Karte gesehen, dass da so ein paar Loren sind. Und das ist nämlich ein Loren-Level. Und das freut mich sehr, weil ich liebe Loren-Level in Donkey Kong. Das sind solche schönen Level. So. Muss mich nur nebenbei jetzt ein bisschen konzentrieren und dieses Puzzleteil da oben verpassen. Ja, die Sache ist, Loren-Level... Wow. In Loren-Level die Puzzleteile zu holen, kann manchmal echt verdammt schwer sein. Wenn man da so stark, so schnell reagieren muss. Teilweise muss man da echt perfekt auf Gegnern springen und alles. So, da muss man sich mal ducken unter den Sachen. Ich gehe oben mal lang. Und dann auf den drauf, ja. Und wenn ich das dann mal mache, dass ich da perfekt auf einen Gegner drauf springe, dann ist es meist nur für eine Münze. So. Ich finde das nebenbei hier mit diesem Sichtwechsel sehr schön. Hallo. Oh Gott. Und wenn die Kamera vor... Ah ja. Da hätte ich nicht springen sollen. Das habe ich mir gedacht, gerade in dem Moment, als ich gesprungen bin, dachte ich mir, nein, das hättest du nicht tun sollen. Das hätte ich vor allem auch nicht tun sollen. Von daher gehen wir sterben. Ich habe ja gesagt, wenn ich die Kong-Buchstaben verpasse, dann gehe ich direkt sterben. Das war eigentlich nicht so geplant, aber lassen wir das mal so stehen. Übrigens, was auch neu ist im Vergleich zu Returns, dass jetzt auch das Auto ist, die Lore, genau. Das Auto? Ja, fast. Dass die Lore jetzt auch ein paar mehr Leben hat. Denn die Lore darf jetzt auch 2 Treffer abbekommen. Ich meine, früher war das so ein Treffer und Lore kaputt. So, diesmal nicht. Ich möchte auch ein bisschen was mitnehmen. So, und auch das. Wow! Was ist gerade passiert? Ich glaube, ich bin zu früh gesprungen. Okay. Ich meine, früher war das so, wenn die Lore irgendwo gegen knallt, ist sie einfach direkt kaputt. Und jetzt darf sie wenigstens noch einen Treffer abbekommen, bevor sie kaputt geht. Wir bekommen wenigstens hier so ein paar Bananenmünzen. Und, ja, solange ich auch nicht springe, kriege ich auch immer wieder ein Leben. Also, hier. So, jetzt muss ich aufpassen, hier noch nicht springen. Ah, verdammt, es wird wieder zu spät. Wenigstens habe ich unendlich Versuche, weil ich immer wieder ein Leben bekomme. Sollte ich so weit kommen. Ich kann aber auch kleine Sprünge machen, meine ich. Wow! Ich muss das Timing noch finden. So, wie auch immer und immer wieder. So, hier nicht. Ah, da muss ich gar nicht springen. Springen, da muss ich mich gar nicht ducken. Aber gut, jetzt haben wir das auch. Ja.
Und abwärts. Hui. Nein, da hätte ich auch einfach unten entlang. Es waren jetzt schon zwei Puzzleteile, die ich so perfekt verpasst habe. Moment, ist da links an der Seite nochmal was? Ist unten im Wasser noch was? Ja, da ist das Puzzleteil. Okay, dann wissen wir sogar, wo die zwei sind, die wir verpasst haben. 14. Es wird immer besser. So, den Kong zusammenbekommen und zwei Puzzleteile fehlen. Bin ja schon fast gewillt, die jetzt mal eben zu holen. Aber ich glaube, das holen wir alles am Ende nach. Das sollte schon passen. So, was ist jetzt da oben? Ist da das K-Level? Schauen wir mal kurz. Ja, das ist das K-Level. Dieses K-Level schaltet sich frei, wenn wir in jeder Welt alle Kong-Buchstaben haben. Und hier ist der Boss. Okay. Und ja, diese sind nochmal eine Stufe härter. Also eine ganze Stufe härter. Von daher schauen wir doch mal, wie viel wir in diesem Part schaffen. Ich kann mir vorstellen, dass der Rest des Parts dieses Level ein. Weil die K-Level... Na, wobei die ersten... Die ersten gehen ja eigentlich meistens noch. Oh, ich kann mir sogar einen Partner frei aussuchen. Ich nehme aber lieber Didi gerade. Ich würde gerne frei schweben können. Oh, schieß mit Feuer nach mir. Die Musik ist aber auch wunderschön. Dementsprechend, da man das durch die Kong-Buchstaben freischaltet, gibt es ja auch keine weiteren Kong-Buchstaben. Sondern nur noch... Ja. Wow! Toll, ich dachte, ich kriege ein bisschen mehr Schwung beim Hochfliegen. Gibt es hier nur noch Puzzleteile? Meist sind das 5. Ja, 5 Puzzleteile. Also, wir nehmen trotzdem nochmal Diddy Kong. Ich glaube, das sollte am besten funktionieren. So, die brennenden Gegner. Während sie in Flammen sind, sollte man sie vielleicht am besten nicht berühren. Ansonsten, glaube ich, macht das keinen Unterschied. So. Da einmal drüber. Sowas kann man nämlich sehr schön mit Didi machen. So, die reißen... Ja, die reißen... Nicht die reißen ein, die fangen an zu brennen mit einem Mal. Warum auch immer. Ich gehe mal unten lang. Ja, das hat zwar egal. So, hier ducken. Rausziehen. Ducken. Nochmal ducken. Und das tut weh. Ach, da kann man sich dran festhalten. Ist so. Nein, verdammt. Ich bin aus Versehen ein bisschen nach oben gegangen. Ja gut. Ich denke mal, Didi ist mehr oder weniger eigentlich nur für einen weiteren Treffer da. Also so wirklich. So wirklich. Ja. Da hat er mich gerade so noch an meinen Händen erwischt. Ach ja, und noch eine Sache, es gibt keine Checkpoints. Das ist auch so, das ist sehr schön an den K-Leveln. Muss man an einem Stück durchschaffen. Ansonsten immer wieder von Anfang. Von daher ist es mein Ziel in K-Leveln auch direkt von Anfang an alle Puzzleteile mitzunehmen. Damit ich die nicht nochmal machen muss. Nein! Ich dachte, ich komme auf den noch drauf. Ah. Ah, wie dumm. Ich dachte, die Höhe reicht aus, um ihn noch mitzuerwischen. Aber es hat nicht gereicht. Ah. Wie gesagt, die ersten K-Level sind ja noch relativ einfach. Also, zumindest war es früher immer so, dass die ersten noch relativ einfach waren. Die späteren da... Wieso ist der jetzt da gerutscht, der dumme Affe? Ich sag doch, das wird wahrscheinlich den Rest des Parts einnehmen. Die späteren werden dann noch schlimmer. Wenn ich so an... Na, wobei, das war nicht zwingend immer so. In Returns gab es ja diese K-Level auch.
Da war es unterschiedlich. Manche waren am Anfang sogar schon ziemlich böse und manche waren andersrum am Ende sogar recht einfach. So. Den haben wir. Am besten auch so versuchen, so viel Bananen wie... Schon wieder. Weil ich dachte, ich falle ein bisschen schneller, trotz Didi. Sollte jetzt sagen, so viel Bananen wie möglich mitnehmen, weil ich glaube, wir werden die Leben brauchen. Und ich möchte die halt auch alle direkt immer machen und nicht erst irgendwie am Ende auf einmal. So habe ich das ganz übel halt direkt auf einmal. Okay, Didi, komm, wir schaffen das. Wir sind die Affen im Haus. Naja, aktuell sind wir auch hier die einzigen Affen in diesem Haus hier. Oder in diesem Tempel. So, einfach unten durch. Und ducken. Und ducken. Einfach direkt dran springen. So. Okay. So, sind wir schon mal wieder hier. So, rüber. Hoch. Rüber. Hoch. Oh, da geht's hoch. Achso, nee, das ist der normale Weg da oben. Hier ist nur für... Ja, das tut weh. Und ich werde angerufen. Bis gleich. So, und wieder zurück. Jetzt muss ich nur gucken. Gut, nicht runtergefallen. Und hoch. Immer dieses Telefon, ne? Gott, ich darf wohl nicht zu weit runter. Und runter. So. Naja. Ja. Da wird man gerne mal wieder angerufen, ne? Wer kennt das nicht? Ich versuche mal am besten so... Oder gehe ich nach oben? Da oben ist zu weit weg. Ich muss unten lang. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Was muss man hier machen? Oh. Okay, ich sehe. An einigen Stellen bröckelt es so ein bisschen. Und dann heißt das, da fällt gleich was runter. Irgendwo noch was versteckt. Ja, und tschüss, Didi. Oh, okay, hier habe ich auch nicht viel Zeit. Muss einfach schnell durch und hoffen, dass ich alles mitnehme. Okay. Bin jetzt aber nicht am Ziel, oder? Mir fehlt nämlich... Natürlich bin ich am Ziel und mir fehlt noch was. Naja, was soll's. Ich habe jetzt auch nicht gesehen, wo da noch was war. Und damit haben wir das erste von 1, 2, 3, 5, 6 Geschenken. Also kann ich mal stark davon ausgehen, es gibt 6 Welten. Vielleicht, wer weiß. Na gut, aber ich würde sagen, da das ja doch noch ganz fix geklappt hat. Ja, die ersten sind ja zum Glück noch nicht so allzu lang. Können wir ja noch den Boss in diesem Part machen. Ah, 7 musst du. Ach stimmt, mit der anderen auch noch eins. Du hast ein mysteriöses Artefakt gefunden. Kombiniere 7 mysteriöse Artefakte, um noch mehr Geheimnisse zu lüften. Okay. Na dann, it's boss time. Halfpipe der Halbstarken. Haha, weil half, halb, ha, 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 ha. So manchen... ja, okay. Ich bin ja schon ruhig. Ich bin Let's Player, ich bin ruhig. Ich rede nie während ich spiele, ne? Wenn ich mal so jemand anderen zitieren darf. So, wir nehmen mal... Didi mal mit. Didi kann ich noch am besten umgehen. Pinguine. Und der erste Boss. Die müssen hinterher gucken. Die Musik ist nebenbei richtig geil bei den Bosskämpfen. Okay, let's go. Einfach immer auf ihn drauf springen. Nein, ich wollte rollen.
Achso, ich darf auch nicht an den an die Halfpipe dran, weil sonst rutsche ich immer runter. Nu, was machst du nun? Du rutschst schon wieder. Nein, das war daneben. Ob er schneller wird, wenn ich nicht treffe? Wow! Also ich bin gut im Ausweichen auf jeden Fall. Die Musik ist richtig geil. So. Ich warte einfach, bis die weg sind. Irgendwann rollen die ja weg. Oder springen weg. Ich bin mal gespannt, wie oft man die treffen muss. Ich hätte jetzt spontan 9 Mal gesagt. 3 Mal für jede Phase. Ah, okay, da kann ich ihn nicht treffen. Gut zu wissen. Kann ich die auch einfach umrollen? Ja, kann ich. Und da habe ich mein Herz, was ich haben wollte. Nein, das war ein bisschen zu weit. Okay, weiter geht's. Was schmeißt du mir diesmal in den Kopf? Nichts, weil du einfach rollst. Und das war Phase 2. Musik ist richtig geil. Ja, wir sind jetzt in Phase 3. Diesmal, wenn er sich so ein bisschen aufregt, geht's in die nächste Phase. Okay, die kann ich auch nicht einfach umrollen. Aber ich habe wieder ein Herz bekommen. Und wieder ein Herz verloren. Puh. Was? Wieso bist du nicht gerollt? Boah, Donkey Kong. Okay, die muss man mehrmals treffen, damit man die kaputt macht. Aber dieser kleine Stachelball stört mich da gerade ein bisschen. Jetzt habe ich nämlich nur noch ein Herz. Okay. Sehr schön. Okay, und da ist er hingefallen. Ein Herz. Sehr gut. So, du rollst dich jetzt erstmal wieder? Ja. Let the rolling begin. Oh, und das war's schon. Ah, da hätte ich ganz oft drücken müssen. Egal. Wir haben ihn geschafft. Ja. Musik freigeschaltet, neue Figuren bei Funk. Ich glaube, das ist einfach nur just for fun, dass man auf ihn mehrmals einprügeln kann. Ich glaube, das bringt nichts. Und wenn doch, könnt ihr mich gerne korrigieren. So, erste Welt geschafft. Wir haben den Bossdog auf Anhieb geschafft. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr gedacht. Auf in die nächste Welt. Das, die Windmühlenwelt. Keine Ahnung, wie heißt sie denn? Alpatol. Okay, und hier waren wir bei Mangrovien. Kann ich nochmal kurz gucken? Statistik? Nee. Wir können in die Extras kurz reingucken. So, wir haben den nämlich bei Figuren. Donkey Kong. Oh yeah. Bei Bilder haben wir... Mangrovien. Ich glaube, die gucken wir uns jetzt alle noch in diesem Part an. Was wir noch so haben. Musik haben wir. Mangrovia Bay. Land unter. Ich guck gerade nur. Achso, es ist nur die hier. Und Dioramen. Haben wir keins. Ich glaube, die Dioramas bekommen wir, wenn wir in den K-Leveln alles haben. Ich möchte gerade noch kurz nochmal zu Funky. Und mir so ein paar Sachen kaufen. Also so ein paar Kugeln. Ach ja, die hypnotisierenden Bananen. Ich erinnere mich. Ihr wollt Bananen essen. Hallo, Funky. So. Holen wir uns einfach mal 10 Stück daraus. Ja. So, wir haben Funky Kong-Figur. Und eine Donkey Kong-Figur. Ja, die haben wir schon. Und eine Prallteo der Erste. Ja, das war unser Boss gerade eben. Und eine Karl Ross. Und noch eine Donkey Kong. Und eine Pingu. Und Diddy Kong. Und ein Sperr-Guin. Und ein Helm-Guin. Und ein Knabberinchen.
Joa. Ich finde, wir können uns immer wieder so ein paar kaufen und dann gucken, was da so bei rumkommt. So. Gehen wir schon mal hier ins Alpatoll rein. Zum Gemühlrädert. So, ich möchte kurz nochmal gucken, die Figuren. So, wir haben jetzt Diddy. Yay! Und wir haben Funky. Dann haben wir hier den Boss noch. Lad, 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 lad. Praltheo, erste von Protz. Dann haben wir hier die Vikinger. Der Peingu. Der Helmguin. Und der Sperrguin. Dann haben wir hier die Vikinger 2. Knabberinchen. Und die Vikinger 3. Kalros. Okay, dann würde ich sagen, das war's von diesem Part. Beim nächsten Mal dann an die zweite Welt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.